Vor rund 8 Jahren ist bei ihr eine Bandscheiben-OP schiefgelaufen. Ein Schock für die leidenschaftliche Sportlerin. Doch die Hiobsbotschaft hat auch etwas Gutes. Sie führt sie zu ihrer neuen Leidenschaft. Ich bin seit Kleinkind an als Sportlerin schon unterwegs. Und ich war immer Schwimmerin gewesen. Und irgendwann mal eines Tages meint das Schicksal ist gut mit mir vor 7 Jahren. Und das führte dann dazu, dass ich mich nicht mehr zurückgetraut habe als Schwimmerin. Und ich habe aber immer gesagt, wenn ich wieder mit dem Sport anfange, dann muss es ein Sport sein, der was mit Wasser zu tun hat. Von ihrem Handicap will Katharina beim Sport allerdings nichts wissen. Ihr Wille ist größer als ihre Einschränkung. Auch wenn der Parakanusport einige Hürden mit sich bringt, an die beim Kanufahren sonst niemand denken muss. Wir haben andere Boote, breitere Boote einfach, spezielle Paraboote, die uns einfach als querschnittsgelähmter Mensch es ermöglichen, auch wie die Rennsportler ganz normal mit diesem Boot aufs Wasser gehen zu können und trainieren zu können. Unter anderem ist das so, dass wir Parakanuten einfach etwas mehr Unterstützung benötigen. Schon als Kind war Katharina sportlich unterwegs. Das Wasser war immer ihr Element. Seit März 2019 ist die 29-Jährige Teil der Parakanuten vom WSV Niederrhein. Ihr Spezialgebiet ist die 200 Meter Renndistanz, bei der die Spitzensportlerin schon einige Erfolge feiern konnte. 2018 startete die Duisburgerin bei der Europameisterschaft in Belgrad. Am Ende wurde sie Vierte. Nach gerade mal 1,5 Jahren im Boot nimmt ihre Karriere langsam Fahrt auf. Bei der Parakanu-Weltmeisterschaft in Portugal 2018 und 2019 in Ungarn erreichte Katharina jeweils den 5. Platz. Das reichte der ehrgeizigen Athletin jedoch nicht. Sie hat sich nun für die Paralympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Dass ich mich für die Paralympischen Spiele nach gerade mal 2 Jahren im Nationalteam mich qualifiziert habe, ist für mich der größte Erfolg, den ich in diesem Sport überhaupt erreichen konnte. Und ich freue mich natürlich schon sehr darauf, weil bis nach Tokio 2020 ist es nicht mehr ganz ein Jahr. Und auf dem Weg dorthin wird sehr viel von mir verlangt, bedeutet für mich sehr, sehr viel Fleiß und Training. Und dementsprechend, ich freue mich einfach dort im August nächsten Jahres hinreisen zu dürfen und der Welt zeigen zu dürfen, was ich als deutsche Parakanutin so drauf habe. Auch wenn es noch bis August dauert, viel Arbeit und Vorbereitung steht ihr bevor. Da kann ein Titel wie Duisburgs Sportlerin des Jahres als Motivation Gold wert sein. Gold wie die erhoffte Medaille in Tokio.